Unsere nächste Akteurin, seit vielen Jahren schon steht sie auf der Bühne, der mir sinnet so, aber sie hat sich einen Mann gesucht und den hat sie auch schon im vergangenen Jahr ganz erfolgreich gefunden und was dann aber alles im Laufe des vergangenen Jahres passiert ist, das wird sie uns ganz bestimmt jetzt gerne selbst hier erzählen. Ein ganz herzliches Willkommen, Yolanda Jochnachel und Karl-Wilhelm Hühnerfeld. Erleben Sie jetzt den Escortman aus dem Katalog und die Furie mit dem Charme eines Backsteins. Karl-Wilhelm Hühnerfeld und Yolanda Jochnachel. Fertig. Das weitermachen bis morgen früh. Frau Jochnachel? Ja? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ich schon mindestens 4-5 Monate mit Ihnen nichts mehr schwätze? Wieso? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Da sagen Sie doch etwas, wenn Sie etwas sagen. Und wenn Sie nichts sagen, dann sind Sie ruhig. Ist das klar? Jawohl, Frau Jochnachel. Eine ganz andere Sorge. Wie Ihr dummes Gequatsche, du. Ja, es ist irgendwie nicht so richtig rund gelaufen. Ne? Wir haben uns, wie soll ich denn sagen, ein bisschen wir sind in Schieflage gerot. Also da, finanziell. Ne? Ja, es ist gewundert. Naja, Fernsehen, naja, Wäschmaschinen, naja, Staubsauger. Ne? Und 3 funkelnagelneue Riechbehämmer fürs Auto. Himbeer, Vanille. Herr Hühnerfeld, und ich sah Ihnen jetzt ernst, wenn der unverschämte Gerichtsvollzieher nochmal bei uns vor der Tür steht und klingelt, und da weisen Sie die Zähne. Besser nicht, Frau Jochnachel, schon holt er die auch noch mit. Ich kann auch nicht mehr so richtig schlafen. Also ich habe richtige Schlafstörungen die letzte Zeit. Da lädt man im Bett und dann überlegt man und simuliert und dann kommen eben die Gedanken und ja, ich kann einfach nicht mehr richtig schlafen. Ich hätte mal gerne nach Deutsch schlafen, ne? Aber das geht nicht. Das kenne ich, Frau Jochnachel. Ja? Ich zähle dann immer bis 3. Ach, und das hilft? Ja, manchmal auch bis um 3:30. Wollen Sie mich veräppeln oder was? Wollen Sie mich verarschen, hä? Nee, Frau Jochnachel. Soll ich mit Ihnen mal Hubschrauber spielen? Hubschrauber? Ja. Ich brumme und Sie rotieren. Ja, und dann hatte ich auch so persönliche Enttäuschung. Was haben Sie? Eine persönliche Enttäuschung habe ich erlebt. Ich meine, Ihnen habe ich ja so zum Aufpassen, ne? Aber ich hätte schon gerne mal nochmal so richtiger Mann, so für Geist und Körper, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und es hat sich auch was, kann man sagen, beinahe ergibt. Ne? Ich war da bei Parship, habe ein paar Chips gegessen. Ne? Ja, und da hat tatsächlich einer angebissen. Ne? Ein Romantiker war das. Ach Gott, der hat mir immer so schöne SMS geschrieben. Ne? Warte mal, wie hat er geschrieben? Bist du am Weinen? Schick mir eine Träne. Bist du am Lachen? Schick mir ein Lächeln. Entschuldigung. Bist du am Singen? Schick mir eine Note. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, sitze auf dem Klo, was soll ich machen? Und seitdem hat er sich nämlich gemeldet, ne? Das ist Pech. Ja. Das ist Pech. Ja. Und was mich auch so belascht, ist das Wetter, ne? Wir sind ja Werra, ne? Aber heute oben sind nicht da Wetter, ne? Ja, ja. Ja. Es ist ja schlimm, wenn du morgens aufstehst, wer schwach, es geht schon los, ne? Diesig, nebelig, dunkel, ne? Ja, und dann das Nasse, das geht mir so auf die Knochen, ne? Ja, aber morgen gehen wir mal ein bisschen spazieren, Herr Hühnerfeld. Ich gehe gerne mal ein bisschen an die frische Luft, ne? Haben Sie das Wetteramt angerufen, Herr Hühnerfeld?
Ja, ich habe beim Wetteramt angerufen. Ich habe gefragt, könnten wir morgen vielleicht schönes Wetter haben? Da hat er gesagt, für wie viele Personen darf es dann sein? Dummes Gespräch. Das ist nicht schlimm, wenn es so morgen so ist wie heute, dann gehen wir halt shoppen. Nee. Frau Jochnachl, ich gehe mit Ihnen, nehme shoppen. Das sage ich Ihnen. Doch, wir gehen morgen shoppen. Ich brauche neue Accessoires. Was brauchen Sie? Accessoires. Accessoires fürs Frühjahr. Accessoires? Mein Frühjahrsaccessoires. Das sind Accessoires. Das sind meine Accessoires. Und das sind Ihre Accessoires. Und das gehen wir morgen machen. Ich brauche neue Accessoires. Wir gehen ja nicht davon ab. Frau Jochnachl, als wir das letzte Mal in dem Billiglade da drin waren, da waren Sie plötzlich verschwunden. Da war Schlussverkauf, Sie waren verschwunden. Ich habe Sie überall gesucht, Sie waren weg. Ich war in der Dameninfektionsabteilung. Wo gibt es dann die Accessoires? Doch nur in der Dameninfektionsabteilung, obwohl in der Herreninfektionsabteilung gibt es Accessoires. Aber die sind ja dann für die Herren. Das sind ja Herrenaccessoires. Ich brauche nur Dameaccessoires. Frau Jochnachl, ich habe Sie aber überall gesucht, überall, in die Kabine, sogar so Rundständer mit einem langen Wickelreck, haben Sie reingeguckt, nirgends waren Sie, Frau Jochnachl. So. Und ich war so aufgeregt, weil ich die verloren hatte, da habe ich so einen Herr angeschubst, da ist der da auf den Boden gefallen, da habe ich den aufgehoben, habe gesagt, entschuldigen Sie vielmals, es tut mir leid, aber ich suche Frau. Da hat er gesagt, das ist nicht schlimm, ich suche meine, ach. Da habe ich gesagt, wie sieht dann Iri aus? Da hat er gesagt, meine, die ist blond. Die hat schöne große Augen, die hat Schmolllippe und hat eine Modelfigur. Da hat er mich gefreut, wie sieht dann Iri aus? Da habe ich gesagt, wie sieht die aus? Ich würde sagen, mal suche Iri, mal lassen wir eine hier. Herr Hühnerfeld, 5, die haben sich verdient, auf. Loyalität gegenüber Ihrer Arbeitgeberin, ist das klar? Ha? Keine Witze auf meine Kosten, na? Was ist ein Mann in Salzsäure gelöst? Ein gelöstes Problem, Frau Jochnachl. Auf! Sagst du mir, gäbe es nichts zu klatschen, oder? Fuß! Ich bin doch nicht Ihr Hund, Frau Jochnachl. Nein, Sie sind nicht mein Hund. Aber Sie sollen auf mich aufpassen wie Ihr Schießhund. Mach ich doch. Sie sind mein Eskortmann. Mach ich doch. Soll mich bewachen vor deine ganze dreckige Stalker, vor deine Lustmolche, vor deine Drecksäck, wo man immer wollen an die Wäsche gehen. Wo waren Sie dann? Vielleicht von der Wäschespinne. Ja. Wo waren Sie dann am Samstag? Haben Sie Ihren Krankenschein abgegeben? Haben Sie Ihren Heim auf der Couch gelegt und Shopping Queen geguckt? Und mich im Malheur ausgesetzt. Ich gehe nämlich samstags gehe ich immer in die Vorabendmesse. Ne? Und wenn Sie um die Jahreszeit in die Vorabendmesse gehen, gehen Sie in die Kirche hin. Ist es hell, gehen Sie raus, ist es dunkel. Ne? Und so war es. Wie ich auf der Kirchentreppe gestanden habe, die Messe war aus. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da. Und ich hatte recht. Es war einer hinter Armer. Ja, stärker. Ja. Dann denke ich, was machst du? Dann habe ich mal ausprobiert. Bin ich schneller gegangen, ist der A schneller gegangen. Bin ich langsamer gegangen, ist er A langsamer gegangen. Auf einmal habe ich dem sei heißer Atem im Knick gemerkt. Ich habe mich in letzter Sekunde kennengelernt, er wollte mir gerade die Kleider vom Leib reißen. Da habe ich ihm tief in die Augen geguckt. Da habe ich gesagt, hast du sie denn mehr? Wieso lachst du mir noch? Da hat er gesagt, jetzt wo sie sich rumgedreht haben, freue ich mich das auch. Hühnerfeld,
wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, ich hätte schon lange ein bisschen Kaffee geholt und Ihnen Gift reingeriert. Frau Jochnagel, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, hätte ich getrunken. Undankbarer Kerl. Wer hat Ihnen dann das schöne Martinslaternchen gebastelt? Wer hat Sie dann mitgenommen auf den Martinsumzug? Das wäre Sie doch gar nicht hinkommen. Ich war das. Ha? La bimmel, la bammel, la bum. Ja. Ich mache bald mit Ihnen la bimmel, la bammel, la bum. Das kennt es aber klar, weil dann müsst ihr euch die ganze Zeit. Und wer hat den Mallorca-Urlaub bezahlt? Ich. Obwohl ich noch nie geflohen war. Ich war noch nie geflohen und Angst. Aber ich habe gedacht, man mach es. Na? Jo, Frau Joch, nachher Sie... Ich bin noch nie geflohen. Ja, ja. Aber das Ganze ging ja mit dem Pilot schon los. Ne? Im Flugzeug, haben wir schon einfach gesitzt. Ne? Da hat der Pilot eine Durchsage gemacht. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie auf der Maschine nach Palma de Mallorca. Wir haben eine Flughöhe von 10.000 Metern. Unser Personal wird sich freuen, wenn Sie einen angenehmen Flug hätten. Jetzt hat er tatsächlich vergessen, das Mikrofon abzuschalten. Und hat zu seinem Co-Pilot gesagt, jetzt eine Fläche Bier und die Stewardess muss richtig... Herr Lederfeld! Jetzt hat die das ja mitgekriegt. Nicht um mir, die ganzen Passagiere, ja auch. Die hat so einen roten Kopf gehabt, ist nur vorne gelaufen in Richtung Cockpit. Und haben Sie, Frau Jochnach, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Mädchen, mach langsam, der trinkt sie erst noch eine Fläche Bier. Und dann waren wir endlich in Mallorca. Ja. An die Trip dann beigefahren, gell? Ja, ja. Und in dem Moment war ich, also ich war glücklich, Frau Jochnach. Ja. Ich auch. Ich han gewusst, ich han alles richtig gemacht. Ich han zu mir gesagt, Gott sei Dank hast du nicht dabei. Hat ich mich echt gefreut. Nicht Sie, Herr Hühnerfeld. Mein Bikini. Vorne Blümchen, ganz unauffällig, ne? In Signalgelb. Ne? Da vorne so, gerade wie so Plättchen, ne? Und hier ist so ein strippelchen Deutsch. Was für Größe, Frau Jochnagel? 36. Wie ich die Frau Jochnagel in ihrem Bikini gesehen habe, hatte ich für einen Moment gedacht, mir wäre besser eine Wintersportgefahr. Unser Vortrag ist jetzt aus. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Ich hole dich aber hier raus. Auf. Jolanda Jochnagel und Karl Wilhelm Hühnerfeld, das sind im wahren Leben Helene Rauber und Willi Fries. Für euch zwei noch ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! Alle!